draußen. Heute wieder ein neues Video zum Thema Essen, Süßigkeiten und Getränke. Heute haben wir etwas für euch, das kommt aus Schweden. Und zwar kennt ihr doch das Eis, bestimmt kennen das einige von euch, Nogga. Langnese, das ist ein Langnese-Eiswort. Genau. Und ja, jetzt gibt es so etwas. Nogga Bites. Das hört sich einfach falsch an. Nogga, die ein ist, hört sich noch beschissener an. Also, Entschuldigung. Aber dazu haben wir gleich nochmal Sandwich Bites. Auch von Langnese. Auch made aus Sweden. So sieht die Rückseite davon aus. Und es ist kein Eis. Ne? Es ist einfach. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Pralinen, da hinten steht es drauf, es sind Pralinen. Mann, die sind aber echt seltsam, weil die sind unverpackt da drin. Ich glaube, ich erwische jetzt was richtig Cooles, ganz ehrlich. Okay, so sehen diese hier aus. Gut. Langnese Bites, Sandwich Bites. Okay, so sieht das aus. Es sieht aus wie echt nicht so gut geratene Abschnitte. Also es sieht echt, also ich muss ehrlich sagen, das sieht echt scheiße aus. Das sind die Sandwich, ne? Das sind die Sandwich Bites. Das sind die von Nogga. So sehen die aus, wenn die einmal in der Mitte durchgeschnitten sind. Das ist ein kleiner Schoko. Ja. Oh. Stick dran. Erinnert nicht an das Eis. Erinnert an ganz schlechte Schokobonbons. Also nicht Schokobons, sondern billige Schokolade mit Milchcreme. Etwas härterer Milchcreme. Ja. Also, auch nicht unbedingt meins. Vom Süßheitsgrad geht's eigentlich. Ja, es hat halt so eine Pralinenkonsistenz. Aber ich will es mir nicht nochmal kaufen. Ich habe jetzt eben gerade diese netten, herrlichen Langnese-Sandwich-Bites probiert. Und muss ehrlich sagen, ich find's zum Kotzen, ich find's so scheiße. Es schmeckt einfach, wie als hätte ich irgendwie Zuckerpampe irgendwas reingemischt. Es ist kein abwechslungsreicher Geschmack, wo man sich denkt, oh, okay, Sandwich, Eis. Kommt gar nicht. Kommt nicht. Es schmeckt eher tatsächlich, wie als hätten meine Kinder geknetet und hätten es mir irgendwie in den Mund geworfen oder sowas. Ich hätte aus dem draufgebissen. Es schmeckt wie Knete. Es schmeckt einfach wie Knete, es schmeckt wie gezuckerte Knete und es ist beschreibend. Also bis jetzt haben wir noch nicht wirklich Gutes gehabt, außer die Mini-Colas. Die waren ganz bitte gut. Bitte nicht. Also ich bitte nicht, das ist echt nicht gut. Das war gut. Ah, ich hab's gerade gemerkt. Also man kriegt eher Zahnschmerzen von dem Crash. Yes. Daumen runter, vom Geruch her konnte man nichts sagen, weil es riecht nach gar nichts. Ja. Geschmacklich, oh mein Gott, richtig schlecht. Hinterwäldlerisch, ehrlich, das ist wirklich. Wenn euch trotzdem das Video gefallen hat und ihr mehr von uns sehen möchtet, dann zeigt uns das doch mit einem Daumen nach oben. Ich glaube, sowas ist Greta. Nee, ist zu viel Zucker. Und. Nee, echt nicht. Sorry. Wenn ihr uns folgen möchtet, könnt ihr das gerne machen auf Facebook und Instagram. Und könnt uns auch abonnieren hier. Die Glocke. Nicht vergessen. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Thank you.